Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die Rote Edition. Wir sind hier auf der Route, keine Ahnung was, am Angeln. Auf dem Weg zum Kraftwerk sind wir. Und wir haben schon etwa ein Drittel dieses Weges geschafft. Da geht es dann nach links und dann sind wir eh schon gleich da. Ein Phlegmon. Dudu. Fliegen. Geil. Einmal geht noch. Super. Jetzt kann Dodo aber nicht mehr kämpfen. Zumindest nicht gegen die Phlegmons. Aber es gibt noch andere Pokémon, gegen die man kämpfen kann. Zum Beispiel das Quapuzzi hier. Das könnte Dodo packen. Okay. Boah, ich dachte, Blubber würde vielleicht 2-3 Punkte Schaden machen. Das ist ja Level 23. Oh Mist. Das habe ich jetzt nicht bemerkt. Machen wir. Gesang brauchen wir nicht. Pfund. Ah, das macht Hypnose. Na komm schon. Wach auf, Pummeluff. Initiative sinkt. Pummeluff, langsam wird's notwendig. Endlich, Pummeluff ist aufgewacht. Body Slam. So. Weiter geht's. So, den Weg nach unten haben wir geschafft, jetzt der Weg nach links noch. Der ist aber nicht so lang wie der Weg nach unten, also wir haben es fast geschafft. Jetzt kommt da, glaube ich, ein Typ, genau. Also ungefähr einmal die Bildschirmbreite müssen wir noch angeln. Eineinhalb Mal. Denn dann wären wir ja in der Mitte vom Bildschirm immer noch. Wir müssen aber immer noch nach links angeln, also, ja. Fast. Aber jetzt. Nein, das war falsch. So, was kommt da? Ein Phlegmon. Pummeluff, Pfund.
Und nochmal. Geschafft. Da kommt wieder eins. Wieder ein Phlegmon. Verputze werden aber toller, denn die geben mir Erfahrungspunkte. Aber egal. Pfund. Und nochmal Pfund. So, wir sehen auch gleich das Ende, Leute. Ich glaube, noch dreimal angeln, dann sehen wir den linken Rand. So, noch einmal nach links gehen, dann sehen wir den linken Rand. Phlegmon! Machen wir Pfund! Da ist der, seht ihr Leute, nicht mehr viel ist es. Noch dreimal angeln, dann haben wir es geschafft. Zweimal. Und da kommt noch was. Ein Kapuze wäre jetzt nett. Ja, da kommt eins. Machen wir einen Body Slam. Und einen Pfund. Mist. Das ist jetzt aber nicht gut. Wach auf, Pummelhof. Oh nein, Pummelhof fällt nicht mehr eine Attacke durch. Glurak. Zerschneider. So, mal sehen, wie das jetzt aussieht. Nichts. Okay, fertig mit Angeln, Leute. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Ja, gerne. Pokémaniac möchte kämpfen. Besitzt zwei Pokémon und setzt Rihorn ein. Eine Attacke und Pummelhof wäre besiegt, also Glurak. So, da Rihorn eher ein Stein-Pokémon ist, machen wir Flammenwurf. Besiegt. Pummelhof erreicht Level 38, juhu! Es kommt Schlurp, das erste Mal, dass wir einen Schlurp sehen, Leute. So, dann lassen wir Pipi kämpfen. Oder Duflo. Pipi. Komprimator. Das macht ein Igler. Blitz. Daneben. Na komm schon, Blitz. Endlich.
So. Pfund. Dauert jetzt ein bisschen, Leute. Ja, jetzt dauert es noch länger. Machen wir mal ein Metronom. Ultraschall, sehr schön. Ja, auch nicht wirklich hilfreich. Nochmal Metronom. Stärke. Okay, jetzt noch 2 Pfund, dann war's das. Oder ein Volltreffer. Geschafft. Pokémaniac wurde besiegt. Naja, macht nichts. 1500 Pokédollar erhalten. Zu Hause habe ich noch mehr seltene Pokémon. Kraftwerk. So, erstmal Pokémon tauschen. Da wird jetzt am Duflo ein bisschen kämpfen dürfen. So, hier gibt es laute Elektro-Pokémon, Leute. So, und ich möchte den Detektor nach oben. Wir haben zwar in der blauen Edition schon ein bisschen rumgesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo Items waren und wo nicht. Deswegen machen wir das hier auch nochmal. Carbon gefunden, sehr schön. Carbon bekommt Gelurak. Ein Volteball, Leute. Geil. So, Duflor. Schlafpuder. Sehr schön. Volteball schläft. Dann Säure einmal. Ich hoffe, das besiegt es nicht sofort. Knapp. Versuchen wir es doch gleich mal. Superball. Ja, wir haben einen Volteball, Leute. Volteball, ein Ball-Pokémon. Größe 1,5 Meter, Gewicht 10,4 Kilogramm. Nummer 100. Dieses Pokémon wird oftmals mit einem Pokéball verwechselt. Es lebt vorwiegend in Kraftwerken. Cool. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Nein. Eigentlich habe ich einen Fehler gemacht. Aber egal. Pikachu! Duflor, gleiches Spiel nochmal. Schlafpuder. Wow, das Pikachu ist schneller als unser Duflor. Säure. Das hat es besiegt. Okay, wir machen einen Absorber beim nächsten Pikachu. So, bzzz. Das ist kein Item, Leute. Das ist ein Volteball. Und zwar Level 40. Geil, oder? Wir hätten uns das fangen sollen, aber naja. Erstmal Schlafpuder, denn das Volteball, das kann Finale. Säure. Es ist aufgewacht. Und nochmal Säure. Geschafft, besiegt.
So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rechts weiter. Da gibt's was? Hier auch? Ein runter? Gibt es hier immer noch? Nein. Es muss also da oben sein. Dann ist es wahrscheinlich der Stein da. Dann dürfte es jetzt nicht mehr gehen. Ja? Und jetzt wieder. Es ist der Stein dort. Hier nochmal, testweise. Ja. Und hier? Okay. So, was haben wir hier? Ein Volteball. Giftpuder. Säure. Und jetzt einfach nochmal Säure, aber das Gift sollte es eigentlich besiegen. Ja. Sehr schön. Bzzzt. Volteball. Level 40, da brauchen wir wieder einen Schlafpuder, denn das Volteball, wie gesagt, kann Finale. Säure. Es schläft noch. Einmal noch. Super. So Leute, dann ist die Zeit auch schon wieder um. Wir sehen uns morgen in der blauen Edition und übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao!